Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2016 hier auf meinem YouTube-Kanal Let's Plays mit Stefan. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute den neu erschienenen 643 zeigen. Er kommt von der Firma RSSLO und kostet 15 Euro. Von außen haben wir hier von vorne das DB-Logo und die Baureihenbezeichnung sowie die Charco und hier die Aufkleber. Von der Seite haben wir hier das Zeichen für die Hebebühne, dass wir ihn nicht über einen Ablaufberg schicken dürfen. Spurkranzschmierung, huch, da war es ein bisschen zu schnell. Spurkranzschmierung, und das hier ist für den Sand. Ja. Auf jeden Fall ein sehr schöner Zug. Von außen sieht er auf jeden Fall schon mal sehr schön aus hier mit der Anschrift. Für 120 ist er zugelassen. Er kommt in zwei Consist. Einmal hier als zweiteilige Garnitur und dann gibt es das Ganze nur als einzelnen. Sehr schön. Auf jeden Fall. So. Von oben haben wir natürlich hier die Klimaanlage, Abgashutzen hätte ich jetzt beinahe gesagt, und hier der Einzug für die Klimaanlage. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass er das ist, beziehungsweise für die Lüftung. Gut, gehen wir in den Führerstand, da sieht das Ganze so aus. Wir stecken als erstes den Schlüssel rein. Natürlich dann die Batterie. Wir können auch erst die Batterie und dann den Schlüssel. In der README steht drin, erst Batterie, dann Schlüssel. Es geht aber beides. Egal. Dann haben wir hier das GSMR. Das hat natürlich wieder keine Auswirkung auf den Zugverkehr, aber es ist eine nette kleine Spielerei, wo ich halt einfach sage, es gehört dazu. Dann haben wir hier den Bordcomputer. Der zeigt jetzt an, Motor ist ausgeschaltet, das ist vollkommen korrekt. Dann haben wir hier die Ebola. Da können wir nichts machen mit. Eigentlich schade. Dann haben wir hier natürlich diverse Leuchtmelder, Türen zu, Türen zu, Fernlicht, Bremsprobe. Instrumentenbeleuchtung können wir natürlich auch anmachen, PZB Helligkeit können wir nicht, Störung, aha, okay, gut. Ja, Tempomat hat dieser Zug, aber jetzt kommt nämlich das dicke fette Aber, deswegen werde ich mich jetzt hüten, den zu drücken. Er zeigt oben, zeigt er mir dann an, Tempomat oder Kurs, also die englische Fassung, 5 km/h, und dann kann man weiter hochschalten, aber irgendwie mal schaltet er nicht hoch, mal schaltet er hoch, wie auch immer. Gut, machen wir Motor an. Federspeicherbremse lösen. Richtungswender rein. PZB mit Shift Enter und STRG Enter für die PZB. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Dann haben wir hier die Destination bzw. GSP, wo wir halt hier die Zahlen eingeben können, und dann haben wir die Zielorte. Dann haben wir Scheinwischer Intervall. Da geht er in ein Intervall, ist logisch. Dann Stufe 1. Und Stufe 2. Dann haben wir Spitzsignal an. Und ich glaube zu wissen, dass die 643 im Einsatz sind auf der Strecke Geroldstein-Trier. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, denn Geroldstein-Trier, die Strecke kommt ja von Global Bridge Entertainment. Wann sie kommt, ist, glaube ich, noch nicht bekannt, soweit wie ich weiß. Denn GBE hat wohl mehrere Projekte jetzt am Laufen.
Sollte die Strecke rauskommen, werde ich sie mir natürlich holen, ganz klar, weil auf die Strecke warte ich schon seit Ewigkeiten. Und freue mich natürlich da tierisch drauf. Und dann werden wir auch da mit dem 643 mal unterwegs sein. Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier mal ein kleines Stück. Wer sich jetzt gerade wundert, warum hier so viele Gleise liegen und was das für eine Strecke ist und etc. pp. Es ist die Strecke von dem Eisenbahner XD. Und da können wir also hier richtig testen, alles was das Zeug hält. Das ist das Prüfcenter. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, bin ich ganz ehrlich, weil ich kann mir sowas nicht merken. Wegeberg Wildenrad. So heißt das Ganze. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte ich natürlich darum Verzeihung. So, wir fahren jetzt einmal kurz in die Abstellung, dass wir hier mal kurz gefahren sind. Ja, ich möchte natürlich das Prüfcenter nicht nur dafür nutzen, für die Züge, sondern ihr werdet es gleich sehen, ich nutze das Prüfcenter auch für Signale und kleinere Tools. Ich würde sagen, fahren einfach jetzt mal los und dann zur gegebenen Stelle werde ich dann erklären, was ich damit meinte. Ja, den Link zu der Strecke, also zu dem Prüfcenter, gibt es unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zum Zug. Siefer mit Q. Ja, und da vorne ist diese Stelle, die ich ja eben gerade meinte. Also, ihr seht schon, ich möchte das Prüfcenter nicht dazu nutzen, nur um die Züge zu testen, sondern auch um so welche kleineren Sachen auszuprobieren. Hier zum Beispiel von Schienenbus die Gleissperre. Auch den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, wie ich es gesagt habe. Nicht, dass irgendjemand dann sagt, warum sagst du das im Video und dann weiß man nicht, wo man es herkriegt. Ja, hier auf der linken Seite stehen drei Wagen von 3D-Zug. Das sind die Silberlinge, die bis jetzt zu meinen Lieblingswagen zählen, also mit dem bin ich gerne unterwegs, genauso wie mit den BMs vom Euro Express. Die sind auch recht schön. Ja, das mal so nebenbei. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch hier zum Stehen kommen können. So, wir haben, jetzt hätte ich beinahe das etwas vergessen, wir haben hier oben noch eine Jalousie, die können wir runter machen, ja. Können natürlich auch wieder hochziehen. Dann haben wir eine Fahrgastansicht, das ist die hier. Da haben wir eine 360-Grad-Drehung, ja. Aber wir können hier nicht mit den Pfeiltasten irgendwie die Position wechseln. Rein- und rauszoomen, das geht. Aber die Position wechseln nicht. So. Ziehen wir die Federspeicherbremse an. Machen die PZB aus und die SIFA aus. Nehmen den Richtungswender raus.
Lampenbeleuchtung aus. Mach den Motor aus. Zieh den Schlüssel und nehme ihn in die Hand. Ja, das so zu dem Zug. Beim Führerstandwechsel sieht es so aus, dass ihr, wenn ihr den Zug noch am Laufen habt, braucht ihr den Schlüssel nur rausziehen, nehmt den Richtungswender raus, geht rüber in den anderen Führerstand, steckt den Schlüssel wieder rein und dann Richtungswender nach vorne und dann kann es losgehen. Juti, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Es war gar nicht so lang. Sollte es auch nicht. Ich möchte das so ein bisschen kurz halten. Diese ganzen Zugvorstellungsvideos möchte ich einfach wirklich so gering wie möglich halten. Dass letztendlich ihr euch vielleicht nur ein 15-minütiges Video oder ein 10-minütiges Video angucken könnt und sagen könnt, okay, ich möchte den Zug auch haben oder nee, ist nicht so mein Geschmack. Gut, in diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte ein Däumchen nach oben. Es freut mich wirklich sehr. Ich freue mich über jeden einzelnen Daumen von euch, der natürlich nach oben zeigt. Ja, in diesem Sinne, bis dahin, bleibt gesund und tschüss.